Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches, rationales Denken. Und heute geht es im Börsenlexikon um eine Börse. Und zwar um TradeGate. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was ist eigentlich genau diese TradeGate, die immer unter den anderen Börsen auch hier mit auftaucht. Nun, die TradeGate Exchange ist eine rein elektronische Handelsbörse mit Sitz in Berlin. Ja, also schöne Grüße an meine Heimatstadt. Und diese elektronische Handelsbörse, die im Jahr 2001 von der TradeGate AG Wertpapier Handelsbank gegründet wurde, ist auch zu 25% in Besitz von dieser TradeGate AG und zu 75% im Besitz der Deutschen Börse AG. Was ziemlich interessant ist, das sehen wir gleich noch. Zunächst mal kurz ein paar Umsatzzahlen. 2010 lag der Umsatz der Börse insgesamt bei noch 17,8 Milliarden Euro. Mittlerweile 2014 wurden 51 Milliarden Euro insgesamt verbucht. Jetzt, warum ist das Ganze so interessant mit der Eigentümerstruktur? Nun, weil natürlich die Deutsche Börse AG auch eine eigene elektronische Handelsbörse, nämlich die Xetra, hat. In gewisser Weise unterstützt sie hier also eine Art Konkurrenzprodukt. Und die Deutsche Börse AG, die also 75% an der TradeGate Exchange hält, die hat auch Anteile an der TradeGate AG selbst. Laut meinen letzten Informationen, die ich recherchiert habe, haben die sogar ihr Anteil von 5% auf 15% an der TradeGate AG erhöht. Jetzt gucken wir uns aber an, zurück zum Thema Vorteile von TradeGate. Was kann ich hier, was ich woanders nicht kann? Nun, wir haben hier andere Handelszeiten, beziehungsweise einfach längere. Ich kann hier nämlich schon um 8 Uhr morgens vor der Arbeit anfangen und bis 8 Uhr abends, also nach der Arbeit, auch noch handeln. Das ist natürlich interessant, wenn ich zum Beispiel während des Tages keine Zeit habe, eine Order zu platzieren, oder wenn ich zum Beispiel auf die Entwicklung von amerikanischen Börsen und Aktienmärkten noch am selben Tag reagieren will, kann ich das natürlich auch hier tun. Ein weiterer Vorteil wird hier angegeben von TradeGate selbst mit den geringen bzw. mit den nicht vorhandenen Transaktionsgebühren, ja, was natürlich dann auch für die Vieltrader interessant sein dürfte, die also häufiger handeln, häufiger kaufen und verkaufen, weil sonst natürlich Transaktionskosten, wie ihr sie kennt, natürlich auch ziemlich teuer werden können. Ja. Die Spreads müssen natürlich trotzdem bezahlt werden, das ist klar. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen kann. Außerhalb der Öffnungszeiten der Xetra-Börse kann es hier passieren, da die Xetra als Referenzbörse auch für TradeGate fungiert, dass es hier zu etwas größeren Spreads kommen kann, dass also der Unterschied zwischen Geld- und Briefkurs etwas anwächst und man somit etwas mehr dann zahlen muss, wenn man jetzt Aktien kaufen oder verkaufen will. Warum ist das in Gänsefüßchen? Nun ja, wenn du schon außerhalb der normalen Handelszeiten traden willst oder Aktien kaufen willst, dann ja, solltest du vielleicht das einfach in Kauf nehmen oder halt einfach nicht zu diesen außerbörslichen Zeiten handeln. Ein weiterer Nachteil, weiß ich ja auch nicht genau, ob der viele Nutzer betreffen wird, ist, dass nicht alle Aktien über die TradeGate handelbar sind. Das heißt, wir haben hier insgesamt laut eigenen Aussagen ca. 4.500 Aktien, die über TradeGate abgewickelt, also gekauft und verkauft werden können. Wir haben 1.500 ETPs, also ETFs, Rohstoff-ETCs und ETNs und so weiter, 1.500 Anleihen und 1.600 Investmentfonds. Ja. Und ja, abschließend kann man noch sagen, dass in Deutschland eigentlich bei jedem gängigen Broker über, also sozusagen TradeGate kompatibel ist. Also ihr könnt über eigentlich euren ganz normalen Online-Broker auch über die TradeGate-Börse eure Aktien kaufen und verkaufen. Und das war es auch schon für diesen Börsenlexikon-Eintrag. Für mehr Informationen geh auf aktienmitkopf.de. Und es würde mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Kolja Warkhorn.